willkommen. Verehrte Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich weiß, Sie sitzen nun gespannt daheim und warten darauf, dass wir die Fragen beantworten. Deshalb wollen wir uns gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Zum Beispiel möchte man heute von uns wissen, es heißt ja, dass die Corona-Maßnahmen Kinder und Jugendliche besonders hart treffen. Ist das auch eure Erfahrung im Alltag, dass gerade Jugendliche besonders unter verschiedenen Maßnahmen zu leiden haben, Kinder? Ja, also wir haben ja 3 Kinder bei uns zu Hause wohnen und diese 3 Kinder sind 4., 5., 6. Klasse, was weiß ich, erinnere sich immer. Hm. Jährlich, glaube ich. Ja, ja. Also ich bin sehr froh, dass wir jetzt kein Kind haben, was gerade sprechen lernt. Weil ich glaube, sprechen lernen ist gut, wenn man den Mund sieht, wenn man die Mimik sieht. Ich finde es gut, dass wir kein Kind haben, das gerade Abitur gemacht hat, was jetzt eigentlich raus in die Welt will und nicht darf. Also ich bin eigentlich sehr froh, dass wir 3 Kinder haben, bei denen es im Grunde egal ist, ob sie noch ein Jahr verplempern. Also dann sollen sie sitzen bleiben. Ich bin sowieso dafür, dass alle sitzen bleiben. Auch weltweit von mir aus, dass man sagt, alle bleiben ein Jahr jetzt sitzen. Weltweit alle Kinder. Ich bin auch sitzen geblieben. Hat es mir geschadet? Das würde ich mir nicht wagen zu beantworten. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ja, wenn du sitzen geblieben wärst schon, aber woanders. Ja, genau. Ja, aber du sprichst es an. Die Abiturienten-Jahrgänge trifft es, glaube ich, wirklich am härtesten. Ja, ja. Was willst du machen? Ich glaube, es gibt Kinder, die hatten einen Tag Schule im Jahr und sollen dann die Prüfung ablegen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Aber wenn in der Prüfung nur das von dem einen Tag gefragt wird? Darum geht es ja, dass man Kompromisse findet. Ich finde es vernünftig für Lehrer und für Schüler, dass man den Unterrichtsstoff, glaube ich, komprimiert. Ja, dass man eben Fächer zusammenlegt. Eben zum Beispiel Mathe und Religion. Ne? Also das Kind rechnet was aus und es glaubt, dass es stimmt. Ich finde, also ich habe ja selber einen Sohn temporär in der Anlieferung im Wochenendbereich zu Hause. Und da lasse ich von Corona nicht diktieren, ob der darunter leidet. Also wenn ich Kontrolle darüber habe, worunter er leidet, dann ist das zum einen unter mir. Zum anderen habe ich festgestellt, dass mein Sohn hat wohl auch den digitalen Unterricht als so eine Art Kann-Option verstanden. Hm. Das ist ihm nicht richtig kommuniziert worden. Also der hat den digitalen Unterricht wie Netflix kommuniziert, sporadisch. Und muss auch Abi machen oder soll, als erst seiner Familie. Und ich mache mir da auch Sorgen. Ich weiß nicht, ob alle so viele Inhalte digital vermittelbar sind. Tatsächlich habe ich die glaubhafte Vermittlung digitaler Inhalte bis jetzt nur auf YouPorn gesehen. Ja. 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 Was möchte man denn sonst noch von uns wissen heute? Hallo Thorsten, lieber Olaf, lieber Johann, mein Name ist Ruth Moschner und ich bin bekennende Masken- und Brillenträgerin. Das Problem habt ihr gerade gesehen, in Kombination beschlagen beide Teile gleichzeitig. Zusätzlich ist es mir nicht möglich, unter der Maske Lipgloss zu tragen, ohne dass sich dieser gleichmäßig im Inneren des Mundschutzes verteilt. Deshalb meine Frage an euch, liebe Jungs, gibt es irgendwelche Tricks, damit das alles nicht beschlägt und ich wieder klare Sicht habe? Vielen Dank. Die Ruth. Jungs, hat sie gesagt, das hat mir gefallen. Ja, mir auch. Ja, generell mal eine persönliche Ansprache fand ich sehr schön. Ja, ja, ja. Das sollte man prinzipiell einfordern eigentlich. Ja. Ich bin neulich an Jungs vorbeigelaufen und die haben gesagt, Opa, geh sterben. Aber das finde ich schön, dass sie uns Jungs nennt. Ja, mag ich auch. Also die Frage ist, wie man das schafft, dass es nicht beschlägt. Man muss es natürlich eher abdichten. Also den Bereich zwischen Brille und Maske. Man muss hier... Was ist Silikon? Mit Silikon vorschlagen? Mit Alleskleber, dass man das einfach zukriegt. Man kriegt es auch nicht mehr ab, dann, aber kann man ja auch nachts tragen. Ich würde den Lipgloss auch nicht unter der Maske tragen. Sondern auf der Maske. Ach so, ich dachte auf den Bändern. Das Lipgloss, hat das einen kosmetischen Effekt oder sorgt Lipgloss dafür, dass die Lippen geschmeidiger sind? Ich glaube, es ist beides. Also weil klar, schmierst es dann in die Maske. Ich meine, die neuen FFP2-Masken,
die dir so ein schnabelartiges Tütenaussehen geben, die ja wirklich aussehen wie eine Filtertüte und die meiner Auffassung nach Filtertüten sind. Ja. Und da muss man gucken, ich glaube, statt Lipgloss würde ich Vaseline nehmen, was ein sehr schöner Mädchenname wäre, wenn er nicht schon weg wäre, oder? Ja. Vaseline, kommst du bitte? Ist wie Turbine, ist aber auch schon weg einfach so. Turbine, ne? Ist männlich. Ist Turbine Schröder, ist einfach ein schöner Name. Den Satz, dass man in die Füße atmet oder dass man aus der Hose atmet, dass man den Atem einfach umlenkt. Und dann braucht man natürlich auch neue Ausgänge. Ich weiß nicht, was ist denn mit den Männchen, die den Loch, das Loch im Hals haben? Haben die dann die Maske auch hier und den Lipgloss? Das Männchen, die das... Die das Menschen, die Menschen, die das... Also vielleicht sollte man viel mehr mit Luftröhrenschnitten arbeiten. Ja, ich finde das einen sehr guten Ansatz. Dass man sagt, Luftröhrenschnitt oder Impfung. Ja, aber ich finde es doch vernünftiger, das Atmen einzustellen. Wenn man quasi nur noch einatmet und nicht mehr ausatmet. Ja. Also wenn man nicht mehr ausatmet, braucht man ja dann auch keine Maske mehr. Mhm. Weißt du? Interessant. Kann man das zusammenfassen als Ersticken als Tipp? Oder würdet ihr sagen, das geht zu weit? Ich würde nie, nein, ich meine, würde natürlich nie jemandem raten, das Atmen komplett einzustellen. Wirklich schon partiell nur das Ausatmen. Wenn man so eine Filtertüte als Maske hat, dann kann man ja auch Kaffee trinken, den man gar nicht gefiltert hat. Das heißt, ja. Pulver, Wasser rein, und dann Filtertüte und dann musst du halt dir so ein... Ja, ganz langsam aus der Gießkanne übers Gesicht gießen. Genau. Ja. Ja, wenn, ich meine, du hast ja eben, das ist ja wie eine Filtertüte, das hat ja auch einen Filtereffekt. Ja. Frage ist, wenn ich jetzt mich erbreche, ist das durch die Filterung der Tüte dann wieder essbar? Das sind ja viele Unfälle passiert. Viele Rockstars sind ja daran gestorben, dass sie unter Alkoholeinwirkung nicht mehr unterscheiden konnten. Ob sie nach außen oder... Nein, also es sind wirklich viele Rockstars am Erbrochenen erstickt, genau. Stellenweise auch am Erbrochenen anderer. Ja. Also weil der Kontrollverlust über die Peristaltik so erheblich war. Mhm. Was schade ist. Ich habe auch immer gelesen, dass Menschen ihre Zunge verschlucken können. Ich glaube, das ist ein Mythos. Mythos. Ja. Weil das, ich glaube, dass das nicht stimmt. Nur wenn du sie vorher abschneidest. Das haben wir doch. Ja. Nein, das kann passieren bei seltsamen Situationen, eben bei Unfällen natürlich, dass man nicht mehr reagieren kann. Und die Zunge ist ja wie so ein Feudel. Ne? Das ist ja quasi ein Lappen. So, ja? Und wenn der verrutscht, und das ist oft schon geschehen, und dann einfach beherzter Zugriff und dann die Zunge 1-2 Meter rausziehen. Und verkanten irgendwo. Verkanten, dann nichts mehr verkeilen, passiert. Richtig. Ja. Ja, Zunge kommt bald wieder, kann man dann nur sagen. Ja. Ja, ich finde, das war eine ziemliche Bandbreite an verschiedenen Tipps. Ich glaube auch, dass das der Frau Moschner vollumfänglich... Mehr kann sie nicht erwarten. Nee. Ja. Hallo, mein Name ist Karin Hanschewski, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Berlin und ich bin leidenschaftliche Monopoly-Spielerin und ich habe es satt zu verlieren und ich frage mich, ist es besser, alle Bahnhöfe zu haben oder die Park- und die Schlossstraße? Also ich spiele oft Monopoly von Klaus Lage, wenn die Fete ein bisschen an Schwung gewinnen soll. Ach ja. Monopoly. Wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Ja, ich erinnere mich. Ich habe mich ja bei Monopoly manchmal gefragt, ob es auch eine sozialistische Variante gibt. Also dass man irgendwie, was weiß ich, erstmal alle enteignet und dann wirtschaften alle das sich gemeinsam runter. Also das Planwirtschaftsprinzip, das wäre natürlich toll, dass vorher festgelegt wird, wer welche Straßen zu gewinnen hat, wer wie viel Geld bekommt, wer so, das würde den Reiz erhöhen, das stimmt. Für dich? Für mich, ja. Also mir ist das oft zu aufregend. Und ich mag das eher, wenn das alles klar ist, man arbeitet das ab und dann dümpelt der Abend halt so aus mit Geschlechtsverkehr. Ja. So wie heute. Ja, ist meine Frau sehr dünn, so war auch ein Brettspiel.
Also wir wissen es einfach nicht, oder? Wir spielen das zu wenig. Ja. Sollen wir mal auf deiner Frau Schach spielen? Ich mach den Schluss noch mal. Also wir wissen es nicht, oder? Nein. Wir spielen das zu wenig. Ja, es ist, Datenlage ist zu dünn. Ja, ich glaube auch. Ich sehe keine verwertbaren Fakten, um diese Frage so zu beantworten. Ja. Mein Name ist Elisabeth Otto-Picher und ich habe da mal eine Frage. Wie backt man eigentlich Baumkuchen? Ich weiß von meiner Großmutter, von meiner Oma, also von der einen, ich habe zwei. Von meiner Oma väterlicherseits, genau, von Oma Manfred, dass es ganz unterschiedliche Baumkuchenrezepte gibt. Ja? Es gibt ja Nadelbaumkuchen und Laubbaumkuchen. Und sie hatte zum Beispiel ein wunderschönes Rezept Ulme, wo quasi diese Ulmen, wie heißen die Früchte der Ulme, die... Christian Ulmen. Nein. Also die Ulmen-Kastanien, sag ich mal. Wenn man die ganz, ganz klein reibt und dann Rinde und noch ein paar Jahresringe, das war immer ein ganz toller Kuchen, den es dann bei uns gab. Aber das ist jetzt halt natürlich eben nur, glaube ich, ein Rezept von vielen. Es gibt ja auch, wie für kalten Hund, gibt es ja auch mehrere Rezepte. Kalter Hund ist ja schnell gemacht. Das ist mein Lieblingsgericht. Ja. Das muss wirklich die Verdichtung von Kalorien auf Raum sind nie besser geglückt als bei. Wir nennen es kalte Schnauze. Also wir benennen nicht das ganze Tier, sondern nur den vorderen Bereich. War das so eine Art, das berühmte arme Leute essen? Nein, wenn man das so sagen darf? Das war mein Geburtstagskuchen jedes Jahr. Wirklich ja, ich stelle die Frage einfach nochmal. War kalte Schnauze? Nein, das war mein Geburtstagskuchen. Die haben mir den Keller so schön gemacht damals immer. Alle Kohlen wurden beiseite geräumt, dann stand da eine Palette und darauf war mein Geburtstagskuchen. Aber das Tolle ist, ich kenne jetzt schon drei kalte Gerichte. Also vier. Kalter Hund, kalte Schnauze, dann kalte Suppe und natürlich kalte Muschi. Das ist ja diese Mischung aus Cola und Rotwein. Stimmt. Das habe ich sehr viele Jahre getrunken und ich dachte mir, es hieße Calimocho, weil ich es zuerst in Spanien getrunken habe. Dann sagte mir, hier in Deutschland würde man es kalte Muschi nennen, weil es so ein bisschen nach Katze schmeckt. Also dieser... Man hat den typischen Katzengeschmack sofort wieder im Mund, wenn man einen Schluck trinkt. Ich kenne das. Wenn du denkst, Mensch, ich hatte da mal so einen Kartäuser-Fee, wie schmeckt die nochmal? Und das ist dieser leichte Brecki-Abgang, ich erinnere mich dran. Der klassische Katzengeschmack einfach. Reden wir doch mal über Ludwig Wittgenstein. In seinen philosophischen Untersuchungen schreibt er, betrachte zum Beispiel einmal die Vorgänge, die wir Spiele nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, Kampfspiele und so weiter. Was ist all diesen gemeinsam? Ich möchte die Frage konkretisieren und frage also, was haben Skat und Völkerball gemeinsam? Skat und Völkerball. Was haben Skat und Völkerball? Ich würde sagen, abwerfen. Man muss abwerfen beim Skat und beim Völkerball wirft man ab. Ich würde gerne lösen, A, abwerfen. Aber Völkerball gab es auch in der DDR, oder? War das nicht so? Ja, also nicht mit allen Völkern, aber Teilvölker. Hast du gespielt früher? Das hieß auch Völkerball, oder? Es hieß auch Völkerball, ja. Ja? Ja. Ich kenne Völkerball nur als furiose Rammstein-Coverband. Und die sind wirklich gut. Normalerweise taugen Coverbands ja nichts. Dann siehst du so eine Abba-Coverband und denkst dir, puh, da stimmt irgendwas nicht in der Perspektive. Aber ich rief dann, die sieht aus wie Abba. Aber? Die Völkerball... Die Rammstein-Coverband sieht nicht im Entferntesten aus. Also niemand sieht weniger aus wie ABBA als Völkerball. Ja. Nicht mal ABBA. Da muss man ganz klar sagen. Also wenn sich Agnetha und Anna Fried von irgendeiner optischen Erscheinungsform abheben, dann sind es durchtrainierte, ölbeschmierte Männer in weißen Unterhemden. Hoffe ich.
Ich würde sagen, wir kehren zur ersten Beantwortung zurück. Johann hat bestimmt mit A das Richtige abwerfen. Abwerfen. Wir haben jetzt noch so ein bisschen Blinddarm hinten dran geklöppelt. Ja. Hier Frage, natürlich nicht für mich, sondern nur so rein aus Interesse, aus wissenschaftlichen Zwecken. Bis zu welcher Temperatur ist es eigentlich noch gesund, Sex zu haben? Naja, zumindest eine Person sollte eine Körpertemperatur über 37 Grad haben, meiner Auffassung nach. Danach wird's wieder justiziabel. Ach so, darf man mit Personen, die Fieber haben, keinen Geschlechtsverkehr ausüben? In die Richtung geht's wohl. Du kennst dich da aus, oder was? Bitte was? Also ich finde die Frage, ich verstehe die Frage nicht. Also ab wie viel? Ab wie viel Grad? Hm? Sie meinen natürlich jetzt keine Temperatur, sondern den speziellen Winkel. Ich denke, ab 90 Grad steigt dir das Blut in den Kopf und du stirbst. Mhm. 90 Grad beim Sex. Kommt das vor? 90 Grad beim Sex kommt vor im Amazonas, weil es da schnell heiß wird. Ja. Und 90 Grad im Bewegungsradius, weil du dann, du kommst auch einfach nicht mehr gut rüber. Wenn du wie so ein Lemur von der Decke baumelst, schätze ich mal. Ich weiß das nicht. Mir fehlen da Erfahrungswerte. Wenn es um den Winkel geht, muss man sich den Wohlfühlwinkel selber suchen. Und wenn es um Temperaturen geht, muss man auch sagen, wenn sich hier die Fußnägel ablösen beim Geschlechtsverkehr, dann ist es vielleicht einen Tag zu warm gewesen. Hm. Aber zu kalt ist auch gefährlich, glaube ich, wenn man Eissplitter und so in Intimzonen, das will man ja auch nicht. Ja. Einerseits kommt Frost jeder Form von Versteifung sehr entgegen. Andererseits kann es schnell zur Belastung werden gerade. Dann irgendwann werden Teile auch nicht mehr durchblutet. Ja. Also ich finde, die Temperatur ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ich muss sagen, alles über 21 Grad ist jetzt nicht tödlich, aber ist unangenehm. Und alles unter 19 Grad geht auch nicht. Also wenn man sich da schon abmüht und sich auf das Ganze einlässt, dann muss auch die Temperatur stimmen. Und die Temperatur ist für mich wirklich auch wichtiger als die Partnerin. Also solange die Raumtemperatur stimmt, ist es mir völlig egal, wer da mit mir gerade zu tun hat. Stell mir gerade vor, ich bin in der Sauna und einer dreht es immer höher, immer höher. Ab wann, also wann bin ich dann tot? Ne? Und ich weiß es nicht. Ich hab's. Also bei 100 Grad denke ich, wenn der Schweiß direkt anfängt zu kochen, der Schrimp ist schon gar. Kennt ihr diesen Schrimpswitz mit dem Osteopathen? Nee. Mit dem Exhibitionisten. Der Exhibitionist steht vorm Supermarkt und reißt den Mantel auf. Eine Frau kommt aus dem Supermarkt und sieht ihn und sagt, ich habe die Schrimps vergessen. Den habe ich von Fips Asmussen übernommen und habe den noch nie erzählt öffentlich, aus Gründen. Hm. Aber heute war es mir egal. Ja. Das ist eins der größten Probleme, die diese Sendung hat, aber das ist, können die Leute draußen nicht verstehen. Um dir das zu beantworten, dass in der Sauna die maximale Wärme oder Hitze korreliert mit der Luftfeuchtigkeit. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto geringer darf die Temperatur in der Sauna sein. Es gibt ja auch in Finnland immer so Sauna-Weltmeisterschaften, da gehen die auf Temperaturen bis 130 Grad, glaube ich. Okay, aber die das gehen dann aber nicht mehr rein, die gehen weil nicht das mehr sehr rein. Gefährlich ist. Achso, ich dachte, die gehen nicht mehr raus. Nein, die gehen natürlich das ist normal, also machst du das nicht. Ja. Also wenn du merkst, die Temperatur in der Sauna ist zu hoch, bleibst halt draußen. Das schützt die Haut und ist auch gesund. Mhm. Ja, Exhibitionist, das ist ja heute auch nichts Aufregendes mehr dahingehend, dass ja immer wieder Fotos gestohlen werden. Ja, von Computern oder aus solchen Datenwolken werden Daten gestohlen und dann einfach veröffentlicht. Ja, und weil ich das nicht will, hänge ich bei E-Mails in der Regel schon immer ein Nacktbild dran, auch wenn es ums Finanzamt geht oder so. Ja. Ich bin da nicht erpressbar. Ich gehe da selber aus mir raus. Das ist schlau. Das ist gut. Ich hatte nämlich so einen Fall in der Verwandtschaft, auch übrigens eine in der Öffentlichkeit stehende Person. Computer gehackt, sie hat sich da auf irgendwas eingelassen, Zeug, alle Daten weg und dann auch wirklich Nacktfotos weg. Und ich habe ihr dann auch ein paar Nacktfotos von mir geschickt, damit sie wenigstens erstmal ein paar hat. Ne? Und über die Runden kommt. Ja.
Zu viel Hitze ist gefährlich, zu viel Kälte ist gefährlich und Staunässe. Man muss auch gerade beim Geschlechtsverkehr vor Staunässe warnen. Ja. Staunässe und Reibungshitze, daraus resultierende Reibungshitze. Wenn du so ein leichtes, so ein Schnitzel-Anbratgeräusch hörst, dann warst du entweder zu hektisch oder es ist zu warm. Mhm. Ja, das wurde schon öfters beobachtet, dass wir uns, wie gesagt, an den Thematiken, die sich im sexuellen Metier bewegen, dass wir uns dort oft festbeißen. Ja, ungelenk oft auch. Aber das ist... In der nächsten Sendung trinke ich eine kalte Muschi. Ja? Das hat Gott sei Dank jetzt den Druck rausgenommen. Danke dir. Was macht am meisten Spaß? Das war's schon? Ja, das war's. Was? Ich dachte, er ruft sowas wie, schaut meine Achselhüllen. Aber was macht am meisten Spaß? Also, man hat ja oft Spaß, auch mit sich. Ich liege ja viel in der Badewanne rum. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich bin ja im Brutkastler. Nee, erzähl mal. Nein, ich liege wirklich viel in der Badewanne rum. Und ich liebe das, in der Badewanne zu liegen mit einer großen Schachtel Eis. Also ich liege von heiß, überall heiß und dann kommt so Kaltes oben rein. Und dann mit dem Löffel in so eine riesige Packung Vanilleeis und dann am Rand entlang fahren, da wo es als erstes weich wird. Und dann mit dem Löffel so in das weich werdende Vanilleeis reintunkeln und sich dann das... Und dabei trinke ich eine Flasche Rotwein und mache so noch so Rinderfilet-Spitzen, die ich mir auf den Badewannenrand lege. Und dabei... schaue ich dann, was weiß ich, eine Dokumentation über den Klimawandel. Und das ist für mich das ist ein großes Glücksgefühl. Also wenn ich machen kann, was ich will. Nee, ich finde, das, was du sagst, ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich mache das, ich gehe auch gerne mit dem Buch in die Badewanne, lese und esse dabei was. Das ist auch ziemlich, es ist wunderbar. Ich glaube, das liegt daran, dass das Fötale hat. Badewanne. Was ist das? Fötale. Das Fötale, natürlich. Fötale. Was mir ja auch... Du hattest das ja besprochen mit dem Brotkasten, in dem du lange gelegen hast. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das so eine ähnliche Situation ist. Hast du Brotkasten gesagt? Ja. Wie bitte? Er hat im Brotkasten gelebt. Und ich stelle mir das schwierig vor. Du bist der einzige Nicht-Croissant. Ja, also dafür musst du dich nicht schämen. Das ist ganz normal bei solchen wie du. Das... Ich finde es gut, dass du das mit uns teilst. Ja. Das mache ich gerne. Dafür seid ihr meine Freunde. Ja. Das sind wir. Und ich denke, indem du dich uns öffnest, das hilft dir auch, über diese Schmach hinwegzukommen. Also du schämst dich ja auch dafür zu Recht. Und wenn man sich öffnet und dann merkt, so schlimm ist es, oder nicht ganz, oder klar, schlimm bleibt es, aber... ich finde das mutig und gut. Ja, also mir geht das immer, wenn er sich öffnet, fällt durch diesen kalten Hauch bei mir im Innern eine Tür zu. Das ist gut, ein gutes Gefühl für mich innen drin zu wissen, es ist gar nicht so schlimm, wie sich's anfühlt. Ja. Was macht am meisten Spaß? Das Leben doch an sich, oder? Naja, das finde ich ein bisschen sehr pauschal. Also stimmt, das ist Blödsinn, Kokolores. Ja. Das sollte man kleinteiligst auf irgendwelche ganz speziellen Dinge, die man gerne macht. Ja. Man kann sagen, das Leben macht allgemein Spaß, aber nicht am meisten. Das Leben, es macht nicht am meisten Spaß, stimmt. Es gibt außerhalb dessen sicherlich Erfahrungen, die wie zum Beispiel... Ein temporärer Krematoriumaufenthalt. Ja. Schnupperkrematorien, die sollte man eröffnen, richtig. Genau. Schnupperkrematorium, ist auch nicht ganz so warm, weißt du? Ja, richtig. Dass man sagt, ist nichts für mich. Das halte ich für eine, ist eine gute Idee. Man lässt sich mal so ein Bein einäschern und mal, und macht sich dann aus dem Staub.
Ab wie viel Grad ist das Krematorium tödlich? Was für... Lass ich mein Bein ein, ey. Schwachsinn. So, komm, nächste Frage. Ja. Ja. Moin, Olaf. Moin, ihr Lieben aus Hamburg. Hier ist Janine Ullmann und ich habe eine sehr knifflige Frage an euch. Mal gucken, ob ihr das wisst. Gibt es beim Oktopus einen Arm, der gegrillt besonders lecker schmeckt? Ja, der Sechste. Was will sie von uns? Also, das kommt doch auf die Marinade an, ja. Würde ich sagen. Also, das ist so ein bisschen aufs Glatteis führen, habe ich das Gefühl. Auch ein schöner Mädchenname mit Bindestrich, Marinade. Ja. Dann haben wir schon drei. Was war's? Turbine, Vaseline und Marinade. Marinade. Finde ich sehr schön. Das sind meine drei Töchter. Ich glaube, Oktopusse, Tintenfische gelten als wirklich sehr intelligent. Und sagt man Oktopoden? Oktopoden, ja. Wirklich? Ja, Oktopussi kannst du nicht sagen. Oktopussis. Stimmt. Aber das stimmt. Die haben drei Herzen und überall Gehirn. Und es dauert ewig, wenn du die totschlagen willst. Ja. Weil ne, du denkst, das eine Herz und dann schlägt das andere. Und dann ist das dritte Herz irgendwann tot, kommt das erste noch mal wieder. Nein, das habe ich wirklich gehört, dass man diese Tiere nicht essen sollte, weil sie so intelligent sind. Was ich auch nicht verstehe, aber man sollte generell weniger Fleisch essen. Ja. Sollte man. Wobei ich esse wirklich weniger Fleisch. Ich habe überlegt, wie mache ich es? Ich habe gesagt, ich esse keine Säugetiere mehr. Also, dass ich so anfange. Also, Schweine, Kühe, Delfine esse ich nicht mehr. Mhm. Was habe ich? Delfin-Ragout geliebt früher. Aber dass ich jetzt eher Hühner esse. Also, ich glaube, ich könnte auch einen Huhn viel eher schlachten als ein Schwein. Und ich glaube, der Grund ist die genetische Übereinstimmung. Also, die ist ja zum Schwein sehr hoch. 97%, glaube ich. Und wenn man möchte nicht das essen, was einem sehr nahe ist. Ja, wenn Schweine auf zwei Beinen laufen würden, denke ich oft, die wären von manchen Menschen kaum zu unterscheiden mehr. Ja. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, jemanden aus meiner Familie zu essen. Also es wäre mir, würde gar nicht, ich denke gar nicht dran. Wirklich gar nicht? Nein. Der Hunger treibt's rein. Warte mal vier Tage, naja, weißt du? Ne. Ach, da gibt's aber, das führt uns zu weit weg. Und mit dem Tintenfisch oder Oktopus, welcher Arm? Ich glaube, das können wir auch nicht beantworten. Beim Mensch könnte man sagen, ja klar, also mein rechter Arm schmeckt anders als der linke, weil er ja völlig anderen Belastungen unterliegt. Bei dir würde der linke anders schmecken, weil du ja mit links schreibst. Er hat sozusagen dadurch völlig eine andere Erfahrung. Bei mir würde der rechte anders schmecken. Aber wir wissen nicht, welcher der rechte Arm des Oktopoden ist. Ja, okay, manchmal schreibe ich mit dem linken Arm so tolle Sachen, dass ich gleichzeitig auch den rechten belaste. Aber ich glaube, dass das Einzige, was wir kollektiv sagen sollten, ist tatsächlich, Menschheit, haltet ein, Oktopoden zu verzehren. Ja. Dann müsst ihr euch solche Fragen nicht stellen. Ja, lasst ab, kehrt um. Und da sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Und bevor wir uns noch verabschieden, möchte ich mal etwas Positives noch in eigener Sache loswerden. Momentan werden viele Talkshow-Formate im deutschen Fernsehen heftig kritisiert, weil wenn dort Themen wie Rassismus oder Diskriminierung debattiert werden, oft eben die Vertreter der diskriminierten Minderheit gar nicht im Studio präsent sind. Und mich hat sehr erfreut, hören zu dürfen, dass aus dieser Kritik das Gipfeltreffen explizit herausgenommen wurde, da bei uns immer Minderheiten quasi am Tisch sind. Olaf? Wobei ich jetzt gar nicht weiß, zu welcher Minderheit. Also sie sind in jedem Fall nicht die Mehrheit. Und Olaf, dafür, weil ich im Brutkasten aufgewachsen bin, bin ich eine Minderheit? Vielen Dank und wir würden uns sehr freuen, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.